kurz. Ich hab kurz vergessen, wie tief sie runtergeht. Scheiße. Alter. Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Kanal auf meinem Video. Andersrum. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Hitze macht mich richtig am Arsch. Wir haben hier 40 Grad. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir in Dubai. Und zwar, ich bin gestern gelandet und ich erzähle mal ganz kurz, weil das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich bin hier angekommen und wir haben ja gerade diese Corona-Zeit. Das heißt, ich musste erstmal am Flughafen ein Stäbchen in die Nase, mir in die Nase schieben lassen, also einen Corona-Test, und muss jetzt einen Tag beziehungsweise 24 Stunden in Quarantäne sein. Also ich bin hier in meinem Apartment in Dubai, habe jetzt einen Tag hier verbracht, um quasi abzuwarten, das Testergebnis abzuwarten. Und heute müsste ich eigentlich auf der App dann das Ergebnis bekommen, also dass ich negativ bin, hoffentlich, inshallah. Und dann kann ich morgen ganz wie gewohnt hier meinen Aufenthalt machen. Das ist auf jeden Fall richtig geil hier in Dubai mit diesem Test. Also in Deutschland würde das Ganze bestimmt eine Woche dauern, die sind mal ein bisschen langsamer. Auf jeden Fall so viel dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Ich genieße jetzt noch den Sunset. Ich bin im Tanktop, weil ich gerade hier im Hotel trainieren war, im Pool war. Also keine allzu schwere Quarantänezeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Good morning in the morning. Das ist jetzt der dritte Tag hier in Dubai, aber die letzten Tage, ich konnte einfach nicht vloggen, weil ich eigentlich zum Arbeiten hier bin. Man kann es kaum glauben, ne, dass man hier zum Arbeiten hergeht. Man möchte es auf Instagram auch nicht glauben, weil ich die ganze Zeit nur Poolbilder poste und so weiter. Aber zwischenzeitlich muss ich auch ein bisschen was machen. So, auf jeden Fall, Leute, es ist einfach unglaublich heiß hier. Wir haben hier, was haben wir? 46 Grad. Wie viel? 46 Grad. Und es ist einfach gefühlt 70 Grad, weil du kannst draußen nicht atmen. Die Luftfeuchtigkeit ist so gering, das ist ultra heftig. Auf jeden Fall, ich bin hier mit Zephyr. Moin. Moin. Und wir boosten uns gerade, weil jetzt geht's ins Training. Auch hier in Dubai wird das Training natürlich weiter fortgesetzt. Denn wir wollen ja jetzt nicht irgendwie zwei Wochen aussetzen. Sondern ich sag immer, Fitness ist ein Lifestyle so. Und du, wenn von deinem Lifestyle brauchst du keinen Abstand, brauchst du keinen Urlaub. So, und ich gehe gerne ins Training, für mich ist es keine Qual. Und gerade hier in Dubai, es gibt extrem geile Gyms. Wir gehen jetzt aber im Hotel, also in diesen Towern, in diesen Apartment-Towern ist immer unten meistens so ein Gym drin. Und da gehen wir jetzt rein und trainieren eine Runde und dann geht's an den Pool. Heute Morgen waren wir 20 Minuten lang am Strand und mussten dann abbrechen. Es ist einfach viel zu heftig. Und übrigens, hier in Dubai muss man sogar draußen den Mundschutz tragen. Als Beifahrer nur. Als Beifahrer? Ja. Nee, also ich meine draußen. Also überall musst du Mundschutz tragen. Egal wo du bist, draußen, drinnen. Außer du bist gerade offensichtlich am Essen oder Trinken, dann natürlich nicht. Aber auch im Auto als sonst Beifahrer. 1000 Euro Strafe. Als Beifahrer auch? Ja. Fahrer braucht es. Was ein Leben. Aber ja, Dubai ist immer so ein bisschen strenger, aber dafür gibt es hier keine Kriminalität und alles hat seine Ordnung. Und das ist so die gute Seite daran, sage ich mal. Wir sehen uns im Gym. Oh mein Gott, ist das heiß, Leute. Ich sterbe. Ich will mich jetzt nicht hier nicht beschweren, aber das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob. Kommentiert mal bitte, ob ihr schon mal in Dubai wart. Das ist wirklich original, wie wenn ihr euch in den Backofen reinsetzt. Aber schaut euch mal diese geile Aussicht hier an vom Hotel. Das hier ist der Burj Khalifa. Auf jeden Fall, wir wollten gerade ins Gym, aber haben festgestellt, dass man hier einen Termin für das Gym machen muss. Also man muss eine Reservierung vornehmen. Haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen in den Pool gehen und dann anschließend ins Training gehen. Leute, schaut euch das mal hier an. Schaut euch das an. So, Leute, schaut euch diese abartige View an. Check this out. Ich
hoffe jetzt einfach mal, dass die Kamera nicht ins Wasser fällt. Sonst ist der Urlaub erstmal gelaufen, würde ich sagen. Das mit dem Gym sollte anscheinend nicht so sein. Jetzt gucken wir einfach mal, dass wir heute Abend irgendwie ins Training können. Aber ohne Witz, die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, fuck it. So, ich skippe jetzt einfach. Aber wir zwei, wir sind aus anderem Holz geschnitzt. Nee, wir gehen heute Abend. Jetzt ist eh zu schade, sag ich mal, ins Training zu gehen bei dem Wetter. Wobei, ganz ehrlich, man hält es hier jetzt vielleicht, okay, im Pool hält man es ein bisschen länger aus, aber man kann sich hier unmöglich irgendwie auf die Liege in die Sonne legen. Das ist Selbstmord. Ohne Witz. Also, planschen jetzt mal ein bisschen. So Leute, fertig mit der Pool-Session. Leider haben wir es mit dem Training bis jetzt noch nicht geschafft. Vielleicht gehen wir später. Mit Sicherheit gehen wir später. Auf jeden Fall. Also no excuses hier. Wir stärken uns nochmal und wir sind jetzt hier bei Zarub. Ich liebe den Laden, weil schaut euch das hier mal an, das ist perfekt vorm Training. Das ist jetzt hier Nudeln mit, also verschiedene Nudeln mit Linsen, mit Kichererbsen, mit Reis, also eine riesen Kohlenhydratschleuder. Da geben wir jetzt hier noch ein paar Röstzwiebeln drüber. Oh. Und hier, schaut euch das mal an, was sich hier darunter verbirgt. Chicken mit geschmolzenen, gerösteten Zwiebeln drüber. Oh mein Gott. Und hier fresher Pineapple Juice, Ananassaft. Und er hat Watermelon Juice. Und zwar nicht aus dem Tetrapack, sondern frisch vor dir gepresst. Das ist einfach, ich schwör's euch, ich sterbe hier. Ich bin den ganzen Tag nur am Essen. Das ist unglaublich. Okay, ich esse jetzt, bevor es kalt wird. Tschüss. It's never too late to do a great workout. Oh, wir haben jetzt 10 Uhr. Bisschen rausgezögertes Training. Ich bin fast eingepennt. Aber jetzt geht's los. Und ich mache mich jetzt hier warm und treibe meinen Kreislauf hoch, um wach zu werden. Das geht am besten hier mit diesem Ruder-Gerät. So. Was macht er? Alles klar, Düngi. Wir machen heute ein Oberkörpertraining. Sprich, ganzer Oberkörper, macht Sinn. Im Urlaub oder auf Trips mache ich sehr, sehr gerne einen Oberkörper-Unterkörper-Split oder ein Ganzkörpertraining. Ne? Also ein größerer Split, sage ich mal, ist ein zweier Split, macht keinen Sinn, weil man in der Regel nicht so oft geht und das Training kurz halten möchte, schön den ganzen Körper oder große Muskelpartien reizen möchte, deswegen zweier Split. Yo. Leute, normalerweise mache ich jetzt vor dem eigentlichen Training nicht so viel Warm-up. Ich mache das nicht, um warm zu werden, sondern um meinen Kreislauf hochzubringen. Gerade wenn ihr jetzt von der Arbeit kommt oder so, wenn ihr spät abends trainiert, dann seid ihr oft so matsch im Kopf. Ihr seid so müde, kaputt, unfokussiert, ohne Energie. Aber dann müsst ihr einfach euer Herz-Kreislauf-System wieder hochbringen. Okay, also nicht direkt mit der Übung starten, weil ihr sagt, hä, ich habe jetzt keine Kraft. Jetzt noch ein langes Warm-up zu machen und so weiter. Ich habe keine Zeit. Das ist ganz wichtig. Wirklich. Dadurch werdet ihr wach und dann habt ihr auch schön wieder Energie, wenn das Training losgeht. Ja, weil ansonsten pennt ihr ein im Training. So, deswegen mache ich jetzt hier noch 7 Minuten und dann gib ihm bös. Düngi. Bin ich müde. Oh mein Gott. Egal. Okay. So Leute, fertig mit dem Training. Und jetzt habe ich auf jeden Fall Bock auf was richtig Geiles, Erfreshendes. Das war so ein Smoothie. Gönnt euch. Hier ist jetzt drin eine Banane, Mandelmilch, Ananasstückchen, eine Beerenmischung und etwas Orangensaft. Das Ganze bringt mich jetzt hoffentlich wieder, bringt mein Kreislauf jetzt hoffentlich wieder hoch. Ich bin so am Ass. Diese Hitze macht einem echt zu schaffen. Und wenn man dazu noch trainiert, dann
Auf jeden Fall muss ich mir angewöhnen, jetzt die Tage auf jeden Fall auch mehr Wasser zu trinken. Das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Nochmal im Schnitt, denke ich mal, 2 Liter mehr als in Deutschland. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich brauche jetzt Zucker. Bruh. Cheers. Ist krank, ne? Boah, krass. Geil. Sehr ehrlich? Wirklich. 1A. Mashallah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt gibt es eine kleine Shisha hier auf dem Balkon. Und ich sage euch mal eine Sache. Wenn man diese Tür hier aufmacht, dann begibt man sich in den Backofen. Das ist wie wenn ihr die Backofentür aufmacht. Die Kamera wird jetzt wahrscheinlich auch direkt beschlagen. Bam! Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber Dubai schläft nie. Die ganzen armen Arbeiter sind hier Tag und Nacht am Schaffen. 24, 7, 365 Tage im Jahr. Also die ganze Nacht bam, 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 am Meißeln. Dadurch kann es auch passieren, dass hier solche Gebäude in 2 Monaten hochgezogen werden. Das wird es in Deutschland niemals geben. Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich jetzt die letzte Woche gar nicht zu Wort gemeldet. Warum nicht? Weil ich hier eigentlich zum Arbeiten bin, also zum Videos aufnehmen für andere Menschen. Nicht für mich, sonst würde jeden Tag wahrscheinlich ein Video online gehen. Ja, auf jeden Fall, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, der Tan ist gekommen. Bei gefühlt 50 Grad hier ist es auch kein Wunder. Und diese Maske hier ist mein täglicher Begleiter. Ich glaube, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo man ungerner oder nicht so gerne einen Mundschutz trägt wie hier in Dubai. Aber ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt und alles hier drumherum ist so nice, dass dieses kleine lästige Ding jetzt einen nicht großartig abfuckt. Auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Frühstück und zwar nicht irgendein Frühstück, sondern das höchste Frühstück auf der Welt tatsächlich. Also auf dem Burj Khalifa, auf der Spitze des höchsten Gebäudes der Welt, so das aktuell höchsten Gebäudes der Welt, frühstücken. Das ist ultra heftig. Ich war noch nie auf dem Burj Khalifa und ich habe noch nie so hoch gefrühstückt. Deswegen lasst euch überraschen, ich nehme euch mit. Und ja, schauen wir uns mal das Ganze an. Ich bin auf jeden Fall noch mega verklatscht, das ist noch ein bisschen früh für mich. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie lange es dauert, bis man da hochfährt. Also ich habe gehört, man ist in 60 Sekunden oben, weil der Fahrstuhl so schnell ist. Lasst euch überraschen. Germany, ich danke euch vielmals, dass ihr den Vlog bis zum Ende zugeschaut habt. Ich entschuldige mich ein bisschen für diesen kleinen kurzen Vlog. Ich war 3 Wochen in Dubai und habe es nicht mal geschafft, irgendwie 2, 3 Vlogs zu machen. Aber wie gesagt, ich war beruflich dort und ich versuche euch immer so ein bisschen mitzunehmen. Ich gelobe Besserung und ich bin jetzt Donnerstag wieder in Dubai und nehme euch auf jeden Fall öfter mit. Also es kommen wieder mehr Videos, ich habe wieder Bock, ich muss jetzt so ein bisschen wieder Motivation tanken, was YouTube angeht, aber I'm back. Danke fürs Zuschauen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut Leute, ciao.